Hallo ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, sitze ich im Auto und zwar gerade ganz alleine, denn wir sind unterwegs. Und zwar da hinten, in diesem Gebäude, ist meine Family. Da drauf steht Impfzentrum. Ja, Isabel und Dirk sind jetzt schon rein. Christian ist noch zu Hause, der hat nämlich seinen Termin um 10. Gestern hat er erstmal gesagt, er kommt mit. Heute hat er sich doch dagegen entschieden, also kommt er nicht mit. Ja, heute hat er gesagt, er kommt nicht mit. Er macht das alleine dann. Ne? Er fährt alleine mit seinem Auto her. Wir haben sonst gedacht, kommt mit und vielleicht klappt das, dass ihr alle auf einmal durchgepiesackt werdet. Ja, wenn die beiden fertig sind, das dauert ein bisschen. Ich habe mir auch ein... Wo ist das? Ich habe mir auch ein Buch mitgenommen, dass ich dann hier ja, warten kann. Und danach geht's einkaufen. Wir waren ja jetzt Montag mit Dirk und haben gar nicht so viel eingekauft. Jetzt kommt Wochenende, jetzt kommt auch morgen noch Isabels Entlassungsfeier. Sie möchte unbedingt was bei der M haben, wie Strähnchen und künstliche Nägel und solche Sachen. Wir werden euch nachher auf jeden Fall zeigen, was wir eingekauft haben. Ne? Also könnt euch schon mal auf ein Haul freuen. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, inwieweit ich euch dann beim Einkaufen und falls wir noch durch die Stadt laufen oder so, keine Ahnung, ob ich euch da jetzt groß mitnehmen kann, werde, ja, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Das Wetter ist noch nicht so prickelnd. Isabel meint, dass ich mich, wieso hast du kurze Hose an? Ich habe kurze Hose angezogen. Ich habe aber meine lange Hose mit. Mal gucken, wenn es jetzt zu kalt wird, dann werde ich mir wohl meine lange Hose hier irgendwie im Auto anziehen müssen. Interessant wird's, naja. Verrenkungen im Auto. Ja, so sieht's aus. Wir sind, wie gesagt, schon länger unterwegs. Es ist jetzt 8:30. Ja, das wird ein langer Tag. So, wir sind jetzt in unserer schönen Stadt. Beim schönsten, ja, nicht guten Wetter. Die Leute hier frisch gepiesackt, da. Frisch gepiesackt. Und wir haben Erdbeeren gekauft. Guckt mal. Und wir haben vorbildlich eine Papptüte genommen. Und hier war ich noch kurz bei Family. Erstlings Family. Isi hat sich was gekauft und ich auch. Und ich habe was für meinen Neffen gekauft. Von meinen frisch geschlüpften vor ein paar Wochen. Ich habe noch nicht gesehen, den kleinen Mann. Vielleicht finde ich nach diesen ganzen Abschlusstagen und so weiter Zeit, meine Cousine mal zu besuchen und mir meinen neuen Neffen zu begutachten. Ja, wir waren kurz noch im Café, Isabel war bei Thalia und wir haben dann, sind nicht reingegangen, sondern haben auf sie gewartet und haben einfach uns wieder bei Warnecke beim Bäcker ein Käffchen und was zum Schnabulieren gekauft und haben dann habe ich einen Frosch im Hals. Ein bisschen was gegessen. Ja, und jetzt latschen wir zum Rewe-Zentrum. Mal gucken, wie da so die Lage ist, was wir da jetzt einkaufen. Auf jeden Fall brauchen wir einiges fürs Wochenende. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Oh, hört ihr das? Das ist unsere schöne St. Marienkirche. Das ist jetzt unsere große Kirche hier in Uelzen. Genau. Richtig schön. Ich war einmal da oben. Da gibt es Führungen manchmal. Und man kann sich die Stadt von oben angucken. Da war Mangel noch ganz klein. Da hatten wir irgendwas. War das noch Spielkreis? Du weißt es gar nicht mehr, ne? Du warst, glaube ich, bei mir in der Tragetasche. Ja, auf jeden Fall ist das hier unsere Stadt. So viel haben wir hier nicht. Wir haben da Klickschuh und ein bisschen Eisdielen. Das ist unser Stammfilmern. Da gehen wir immer hin. Und endlich mal gibt es ein bisschen normales Leben und man kann draußen ein Käffchen genießen oder essen. Das ist hier das Gildenhaus. Wer? Ach, guckt! Da kommt der Grischi! Mit dem schaue ich die ganze Zeit über hier. Ach so, deswegen bist du die ganze Zeit so abwesend. Hi Baby, na? Auch frisch gepiesackt, zeig! Ist doch nichts. Ja, aua!
So, und das ist unser Rathaus. Steht sogar da hinten. Und ein riesengroßer, schöner Rathausplatz. Wir haben schon mit Isi dieses Jahr da bei diesem Denkmal auf den Stufen gesessen und Eis gegessen. Jo, genau. Da ist eine große, große Sparkasse. Und hier vorne ist Teddy und ich überlege gerade, ob ich da kurz reingehe. Ich glaube, ich mache das mal. Ich wollte ja was gucken. So, ihr Lieben. Wir sind wieder zu Hause, eigentlich schon ein bisschen länger. Ich habe schon den Hall abgedreht, wir haben schon alles weggeräumt, ein bisschen was gegessen. Ich habe mich ganz kurz auch schon so 10 Minuten, 15 Minuten auf dem Sofa ausgeruht. Und hier habe ich den Pflaster drauf, also diesen wärmenden Schmerzpflaster, weil ja, ich merke schon immer wieder, dass wenn ich jetzt längere Zeit unterwegs bin und auf den Beinen und auch viel laufen und so weiter, das zeigt sich doch schon im Rücken und überall. Ich musste mich wirklich dringend hinlegen, nachdem ich hier den Hall abgedreht habe. Und ja, bin jetzt fix und erledigt eigentlich, weil wir seit um 8 unterwegs waren und bis kurz vor 2. Kurz vor 2 waren wir erst zu Hause. Ja, aber ich muss ja trotzdem noch was erledigen. Und zwar hat Isabel für Samstag sich Bolognese gewünscht, also Spaghetti Bolognese. Und das mache ich gleich im Instant Pot. Das heißt, das Ding macht das gleich von alleine. Ich muss nur alles schälen, schneiden, reinschmeißen. Und dann, wenn das in Arbeit ist, werde ich für Isabel eine einfache, aber hoffentlich leckere Torte für morgen machen. Ja, das habe ich mir auf jeden Fall seit Wochen eigentlich schon vorgenommen und deswegen muss ich das auch machen. Also ich werde das auch machen. Ich nehme euch natürlich mit. Jetzt schnell, ich habe schon alles fertig geschnitten, zeige ich euch, wie ich das Bolognese mache. Vor allem, wenn ich das im Instant Pot mache, habe ich zwar, glaube ich, irgendwann mal schon vor längerer Zeit gezeigt, aber wir haben ja immer wieder neue auf dem Kanal und deswegen zeige ich das einfach mal noch einmal. So, Instant Pot. Ich werde gefragt immer wieder, was ist denn für ein Topf? Das ist ein Multikocher mit Druckkochfunktion oder Druckgarfunktion. Deswegen gibt es hier auch immer so einen Deckel mit so einem Ventil. Wenn man den zumacht, dann entsteht im Topf Druck und unter Druck gart alles ja in einem Bruchteil der Zeit. Das heißt, wenn man jetzt, was habe ich letztens hier drinnen gemacht? Ja, die Soße, das Geschnetzelte. Wenn man normal Geschnetzelte macht vom Rind, auch wenn es dünn geschnitten ist, braucht man doch eine ganze Zeit lang. Ich habe das hier in 16 Minuten, also das Vorbraten nicht mitgezählt. Die richtige Garzeit waren 16 Minuten. Ja. Und dann war das Fleisch butterzart. Genauso wie ich Rouladen schon in kürzester Zeit oder Gulasch in, keine Ahnung, 30, 35 Minuten fertig hatte, anstatt 2,5 Stunden. Und genau das gleiche ist hier mit Bolognese. Für Bolognese braucht man auch nur wenige Minuten und dann ist das Ding fertig. Aber bevor ich alles unter Druck gare, muss ich das alles natürlich anbraten. Und das ist jetzt dieses Programm hier. Was, ich weiß nicht, wie das genau ausgesprochen wird. Sauté, irgendwie sowas, mache ich das an und mache das mal so auf 13 Minuten ungefähr, damit mir auch das Gemüse angebraten wird. Und ich habe die Tür nicht richtig zugemacht und das klappert die ganze Zeit durch den Zug. Ich mache mal zu. Ja, ihr habt das Geräusch gehört. Das Ding heizt jetzt vor und ich kann euch in der Zwischenzeit zeigen, was ich alles mit reinnehme. Auf jeden Fall Hackfleisch. Heute frisch an der Fleischdecke gekauft. Hier ist ungefähr 1 Kilo dran. Ja, vielleicht nicht ganz. Dann habe ich auf jeden Fall hier so eine große oder zwei kleine, muss man gucken, Möhren und 3 Zehen Knoblauch. Dann habe ich hier eine ganze Paprika. Ja, das ist mein Bolognese, ne? Das kann sein, das ist vielleicht nicht original italienisch, ist mir auch wurscht. Das ist so, wie ich das gerne mache und die Kinder es gerne essen. Und hier habe ich eine riesengroße Zwiebel. Genau.
Das kommt rein. Dann kommt auf jeden Fall rein eine Dose gehackte Tomaten in Tomatensaft. Und dann, was ich nicht hier habe, das hole ich gleich, Tomatenmark. Ja, Salz, Pfeffer. Ach so, hier ist ein bisschen Bolognese-Gewürz. Da drinnen ist Tomate, rote Paprika, Kumin-Pulver, Tele-Sherry-Pfeffer, Chili-Pulver ohne Kerne und Oregano. Genau, das ist das. Und jetzt packe ich das Hackfleisch rein. Zisch. Und lasse es kurz anbraten. Ja, wenn morgen das Bolognese, also die Soße Bolognese übrig bleibt, dann werde ich einfach mal da draus wahrscheinlich entweder einen Auflauf am Sonntag basteln oder eine Suppe wieder, so einen Bauerntopf. Hier, ich habe Tomatenmark noch geholt. Und ich gebe jetzt schon die Zwiebel rein. Ja, also riesengroße Zwiebel oder zwei kleine oder eineinhalb große, wie auch immer. Genau. Ich packe gleich, was ich nicht brauche, in den Zauberkasten. Ja, und ich gebe jetzt schon einfach mal dies. Steht hier irgendwas auf wie viel, wie viel? Nö. Also das Pulver sieht so aus. Also das ist von Just Spices, aber ich habe das alles selbst gekauft natürlich. Keine Werbung. Habe ich schon ein bisschen länger. Ich muss mir mal... Ach, ich mache das einfach. Waren nur 2 Teelöffel. Alle. Ich muss mir jetzt ein paar Sachen vielleicht neu bestellen. Kann ich nur empfehlen. Ja, und jetzt kommt einfach alles andere rein. Also hier Möhren und Knoblauch. Und auch Paprika. Und Tomatenmark. So halbe Tube vielleicht. Okay, ich habe gesehen, manche hauen da jetzt eine ganze Tube rein. Ja, und das Ganze weiterhin umrühren und anbraten. So schaut es aus. Ja, und jetzt lasse ich einfach das Programm zu Ende laufen und dann geht es weiter. So, das Programm hat gerade sich gemeldet. Piep, piep, fertig. Und jetzt geht's weiter. Also, ich gebe jetzt die gehackten Tomaten. Ich wollte eigentlich welche kaufen und hab's vergessen. Jo, das ist meine letzte Dose. Ein bisschen Wasser, nur ein bisschen erstmal. Und ich gebe noch eine Packung passierte Tomaten rein. Ja, und jetzt gebe ich noch Salz und Pfeffer rein. Und noch ein bisschen Paprikapulver. Und ein bisschen Basilikum. So, das Ganze rühre ich noch einmal um. Gebe noch ein bisschen Wasser dazu. Und dann kommt der Deckel drauf, zumachen, Ventil auch zu und dann auf das Programm Meat. Wir brauchen keine 16 Minuten, wir nehmen mal 13. Das müsste eigentlich reichen. So, und jetzt macht das Programm die ganze Arbeit von alleine. Ich schiebe das einfach mal weg. Und danach, wenn es fertig ist, lasse ich einfach stehen auf das Warmhalteprogramm, solange ich es brauche. Ne? Also das kann stehen, ich muss das nicht unbedingt ausmachen. Dann zieht es noch ein bisschen nach. Und ja, und ich kann dann hier mich ohne abzulenken mit was anderem beschäftigen. So, und es geht hier weiter in der Küche und zwar mit Backen. Ja, der Instant Pot kocht jetzt das Bolognese für mich fleißig weiter und ich bastel jetzt einfach mal einen Kuchen für Isi.
Und ich möchte einen, naja, irgendwie was mit Erdbeeren und Schokolade. Wieder mal ohne Rezept, ohne irgendwas. Ich habe mir ein paar Sachen angeguckt. Ich habe auch euch auf Facebook gefragt, was ich vielleicht backen könnte. Da kamen ein paar Ideen, die habe ich jetzt mir so überflogen. Und jetzt bastel ich mir da draus was, ja, hoffentlich Leckeres. Ja, und zwar habe ich hier meine Bertha natürlich wie immer stehen. Und da mache ich jetzt 6 Eier. Also das sind so kleine Eier, deswegen 6 Stück. 6 Eier. Und dann brauchen wir Zucker. So, ich habe jetzt auf 0 und ich denke mal so 200 Gramm. Ja, genau. Genau 200 Gramm. Die backe ich jetzt hier rein. Und dann nehme ich als erstes den hier. Und schlage die Eier ordentlich auf. Das ist wichtig. Und solange die Maschine, also die Bertha, die Arbeit tut, messe ich schon mal, andersrum hinstellen, das ist praktisch, Mehl ab. Und zwar, ja, ich denke mal so um die 200 Gramm Mehl. Perfekt. Auf den Gramm fast, genau. Und dann habe ich hier wieder Speisestärke. Und davon gebe ich noch so 80 Gramm vielleicht. Ja, 90. Wird passen, denke ich, weil wir ja noch in die Eier Öl reingeben. Und dann brauchen wir Kakao, weil ich das ja schokoladig machen möchte. Ja, so ein paar Esslöffel Kakao sind das jetzt. Und ein Tütchen Backpulver. Und das Ganze vermische ich jetzt einmal. Also der Backofen heizt schon vor auf 290 Grad. Ja, und solange die Eier verprügelt werden, siebe ich einfach mal die ganze trockenen Zutaten in eine andere Schüssel um. So. Und jetzt gebe ich in diese Eimasse ungefähr 150 Milliliter, genau, 150 Milliliter Öl. Nicht alles auf einmal. Und das durchgesiebte Zeug, also Mehl, Backpulver, Kakao und Speisestärke. Aber dafür drehe ich das natürlich runter und lasse das Ganze einrühren. Vorhin hatte ich das auf 5 oder auf 6 sogar, die Maschine für die Eimasse, und jetzt auf 2. Und man muss halt gucken, wie, also ich habe mir das jetzt vor allem die Mengen und so, ich hatte ja kein Rezept, man muss gucken, wie der Teig wird. Ich möchte noch ungefähr doch so 80, nee, 100 Milliliter Sprudel reingeben. Deswegen kann es sein, dass ich ein bisschen mehr Mehl brauche. So sieht das gerade aus. Ich gebe noch, also das Sprudelwasser kommt als letztes rein. Und jetzt gebe ich einfach mal durch den Sieb noch ungefähr 100 weitere Gramm Mehl. Und jetzt wird der Teig ziemlich dickflüssig. Und ich gieße einfach mal ein bisschen Sprudelwasser rein. So. Schöner, geschmeidiger Teig ist entstanden. Wo ist? Ach, stehen doch direkt vor meiner Nase. Und den gieße ich jetzt einfach mal in die Form. Und jetzt kommt der Kuchen in den Ofen bei 190 Grad. Für mindestens 35, 40 Minuten. Ja, wie ich schon immer sage, Stäbchenprobe.
Kuchen, den seht ihr da, der ist fertig. Den hier habe ich ausgemacht. Ich zeige euch nachher am Ende des Videos, wie die Soße Bolognese fertig aussieht. Und jetzt möchte ich euch mal erzählen, was ich mir so gedacht habe. Ich mache das alles jetzt hier auf diesem Teller. Aha, seht ihr natürlich nicht. Da. Und zwar, es kommt erstmal Teigschicht, also der Kuchenboden. Dann kommt diese Schicht. Und das ist jetzt einfach mal pürierte Erdbeeren. Die gebe ich jetzt hier rein. Isi, kannst du gucken, wer das, wer stört? Ach, gehe ich nicht dran. Ja, gut, richtig. Wieder 044 oder so, ne? Und dann, da gebe ich ein bisschen Zucker rein. Habe ich jetzt aufgedeckt? Ja, danke. Nicht zu viel, das soll nicht zu süß sein. So, was weiß ich, 80 Gramm ungefähr. Und stell das schon mal an zum Aufkochen. Und dann hier Speisestärke. Habe ich sogar hier einen Esslöffel. Ein Esslöffel. Ja, ich kann auch schreiben. Zwei Esslöffel. Ich denke, das reicht sogar. Vielleicht ein bisschen mehr. Und ein bisschen Wasser. Nur um die Speisestärke hier aufzulösen. Und jetzt gebe ich diese aufgelöste Speisestärke hier in den Topf rein und lasse das einmal aufkochen. Und das ist die eine Schicht, die eine Füllung. Also diese Erdbeeren, die da liegen, die extra zur Seite gepackt habe, ich habe die schöneren ausgesucht, die kommen ganz oben drauf auf den Kuchen. So, ich stehe jetzt wieder hier an der Platte. Ich möchte, also die andere Creme, also diese Schicht mit Erdbeermus, kühlt jetzt ein bisschen ab. Isabel rührt zwischendurch da drin herum. Die hilft mir tatsächlich bei ihrer eigenen Torte ein bisschen. Sonst stehe ich morgen noch hier. Und ich habe jetzt hier zweimal, also 500 Gramm oder Milliliter Schlagsahne. Und die schlage ich einmal auf. Also einmal richtig aufschlagen. Mit ein bisschen Zucker. Ich messe das jetzt nicht ab. Ich mache das einfach mal frei Schnabel rein. Und dann eine Runde verprügeln. Zack. Ich schütte da schon mal ein Tütchen Tonkazucker. Ich möchte diese Schicht, also diese Creme vanillig machen. Ja, ich schlage das jetzt ein bisschen auf und dann kommen drei, ich nehme drei, damit das richtig fest ist. Sahnesteig. Einfach reingeben. Ja, und wenn die Sahne fertig geschlagen ist, kommt da ein Becher Mascarpone rein und Erdbeeren. Ich denke mal, das wird reichen an Erdbeeren. Die Mascarpone ist eine ziemlich feste Geschichte, finde ich. Deswegen kippe ich die jetzt nicht direkt in die Sahne rein, sondern erstmal hier rein. In die Schüssel und dann Erdbeeren. Und auch minimal Zucker. Und dann verrühre ich das alles ein bisschen. Und dann gebe ich das Ganze in die Schüssel mit Sahne rein und lasse das ein bisschen verrühren. Also nicht mehr richtig aufschlagen, sondern verrühren. Jo, und das ist jetzt die zweite Creme. So, schmeckt super lecker. So, und jetzt bauen wir einfach mal den Kuchen zusammen.
einmal diese Schicht, dann setze ich hier, ach Mann, das ist jetzt nicht genug Platz, den Tortenring drauf und gebe diese Masse drüber und verteile das oben drauf. Das schmeckt so lecker wie Marmelade. Ja, und jetzt überlege ich gerade, mache ich auf diese Schicht noch eine Schicht von der Mascarpone-Creme, sonst wird es zu viel von der Creme. Oder? Würde ich machen. Würde ich sofort machen. Ja, ne? Ich hätte es wahrscheinlich sogar andersherum gemacht, dass es der andere Schicht drüber ist. Naja, gut, jetzt ist es zu spät. Ja. Nach einer Beratung mit meiner Tochter haben wir jetzt entschieden, dass wir auf diese Schicht obendrauf noch ein bisschen was von der Mascarpone-Creme drauf geben mit Erdbeeren. Und die Torte wird lecker. So, und jetzt kommt die nächste Schicht Boden, der hier so ganz leicht auseinanderfällt, aber das ist überhaupt nicht schlimm. So, und hier oben drauf kommt nur diese Schicht, ne? Also nur Erdbeer, Mascarpone, Sahne, Creme. Ja, die Torte ist wirklich nicht für, wenn man Diät macht. So, diese Schicht ist jetzt auch drauf. Man könnte das auch schon so lassen, will ich aber nicht. Und jetzt gebe ich die letzte Schicht drauf und stelle die ganze Geschichte in den Kühlschrank, bis es soweit ist, dass ich hier weitermache, und zwar mit der letzten Schicht, auf die dann tatsächlich auch der Fondant draufkommt, Buttercreme. Ich mache aber die einfachste Buttercreme überhaupt, Butter und Puderzucker, mehr nicht. So. Da seht ihr die Bolognese-Soße. Ich habe da nichts mehr dran gemacht, einfach nur stehen lassen. So, und hier habe ich jetzt nach, ich weiß nicht, ich mache mal das gleich hier aus, nach ungefähr ja, einer Stunde im Kühlschrank habe ich jetzt den Kuchen rausgeholt und mache den auf. Oh ja, das sieht doch schon super lecker aus, finde ich. Guckt euch das an. Ja gut, der rote Rand ein bisschen ja, ausgesuppt, aber das ist nicht so schlimm. Und hier habe ich die Buttercreme. Die habe ich ja gerade gemacht. Einfach nur ein paar Minuten Butter mit Butterzucker aufschlagen lassen. Und jetzt, damit der Fondant nachher besser hält, einfach nur eine dünne Schicht hier oben drauf. Und was, ja, und ein bisschen an den Seiten halt, ne? Ich möchte gleich noch erstmal für, ja, so ein halbes Stündchen das nochmal in den Kühlschrank stellen, damit die Buttercreme wieder etwas fester wird. Oh ja, das ist genug Buttercreme. Und das kommt jetzt erstmal wieder in den Kühlschrank, damit die Butter ein bisschen fester wird, und dann werde ich diese Kuvertüre ein bisschen, also auf jeden Fall auflösen im Wasserbad, und dann habe ich vor, hier so einen Rand zu machen, und dann damit das wenigstens so ein paar Tropfen so runterlaufen. Wie ich das hinkriege, weiß ich nicht, ob das klappt. Und dann kommen oben drauf so auf diesen Schokoladending ein paar Erdbeeren, so ganz wie die sind, und ja, ich zeige euch einfach gleich, was ich mache.
Der Kuchen hat gerade, also der ist ganz schön fest geworden. Ich denke mal, auch 1,5 Stunden im Kühlschrank verbracht, solange ich Prinzessinnenhaare hübsch gemacht habe. Die muss jetzt das einwirken lassen. Und ich habe jetzt hier die Kuvertüre im Wasserbad schmelzen lassen. Und jetzt versuche ich ganz langsam den Rand zu ziehen. Und es läuft nicht so ganz. Obwohl, doch, es klappt. Ja gut, an manchen Stellen ist es ein bisschen dick, aber es klappt doch tatsächlich. Ich muss nur vielleicht ein bisschen hier und da nachhelfen. Das sieht schon mal richtig gut aus. Und dann kommt jetzt hier dieses Teilchen. Und hier an die Seite, so rum, nee, so rum, das Ding, oder? Und dann so und so. So, ihr Lieben, das ist jetzt das Kunstwerk, was ich für meine Tochter zum Schulabschluss jetzt gebaut habe. Also diese Fondant-Dinger hat Isabel selber gemacht, aber den Rest habe ich komplett alleine. Puh. Und das geht jetzt in den Kühlschrank bis morgen. Ja, ihr Lieben, ein sehr, sehr langer Tag geht für mich jetzt zu Ende. Zum Abendessen gab es Hamburger. Ich habe nur die Fleischteile selbst gemacht und eben Gemüse dazu geschnitten. Brötchen habe ich nicht selbst gemacht. Also heute hätte ich das nicht mehr geschafft. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden mit meiner Torte. Ich hoffe, sie schmeckt morgen auch noch. Das wäre natürlich das Ideale überhaupt. Die Küche haben wir gerade mit Dirk zum, glaube, dritten Mal heute oder so aufgeräumt. Hier ist bei so einer Aktion natürlich jede Menge Arbeit. Und ich bin auch schon dabei, den Haul erstmal fertig zu machen und dann mache ich dieses Video. Ja, an dieser Stelle ist es auch endlich geschafft für heute. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer Daumen hoch, abonniere nicht vergessen, wer mag. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende und ja, wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.